Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Detroit Become Human. Und wie immer erst einmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helft ihr mir und dem Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, im letzten Part haben wir mit Connor, ja, Hank genervt, haben einen Abweichler aufgespürt und am Blut geleckt. Ja, das kann man so eigentlich zusammenfassend sagen. Weiter geht's, ich glaube, mit Kara. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Tja, wer kennt das nicht? Erstmal Red Eyes. Sich erstmal eine Runde Red Eyes reinzischen. So, Ablaufdiagramm. Habe ich hier irgendwas? Bla, bla, bla. Okay, man kann das Programm auch tatsächlich nicht knacken. Faszinierend. Ja, nach oben gehen halte ich auch ziemlich viel. Okay. So, erstmal Essen servieren. Wo ist der Fraß, den wir haben? Da ist er. Naja, Spaghetti Bolognese, wieso nicht? Boah, hätte ich jetzt auch fast Lust drauf. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ja, kein Problem. Gibt Schlimmeres. Außerdem hat er sein Red Eyes gehabt. Schalte das Licht an. Es werde Licht. Doch. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Tja. So läuft's manchmal. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Komm wieder her. Komm wieder her! Komm sofort hierher! Und ja, sie hat nicht geblutet. Du bleibst da. Leck mich. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Leck mich. Oder ist etwas wie letztes Mal? Leck mich wirklich. Es setzt was wie letztes Mal. Leck mich am Arsch. Dummer Affe. Da wusste ich das letzte Mal noch nicht, ob ich das jetzt hier instant machen darf. Tja, und schon sind wir ein Abweichler. Beschütze Alice. Ah, diesmal hole ich mir keine Knarre. Boah, überzeuge Todd. Die Schlange ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte von mir. Aber nein! Todd, ein Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. Ja.
Daddy ist sehr wütend. Okay. Das lief nicht so gut. Okay. Das lief nicht so gut. Ich hätte gleich hochlaufen sollen. Nein, ich will da nicht rein. Bist du dein Besten, Alice? Zu deinem Besten! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort! Verstanden? Nein! Lassen Sie Alice sofort in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein! Du bist ein verdammter Klumpen Plastik! Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh! Ah, das ist so ätzend, dass ich den Controller da bewegen muss. Vollkommen ätzend. Okay, er ist nicht tot. Der hat sich nur die Rübe gestoßen. Ihr Schlamm, kommt her. Komm sofort zurück. Ah, fuck! Bitte hör auf! Stopp! Muss ich jetzt echt nochmal Co. schlagen? So ein Sackburger. Na gut, ich habe ihn nicht getötet. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, Leute. Das lief besser. Unser Start in die Flucht hat nicht mit einem Mord angefangen. Ist doch mal was. Auch wenn es immer noch nicht ganz so Premium lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie gesagt, diese Controller-Bewegung nach links und rechts, das ist... Meine Hände liegen hier halt auf dem Tisch auf. Das ist halt eher suboptimal. Aber war auf jeden Fall mal ein wirklich anderer Weg, den wir hier eingeschlagen haben. Also ich behaupte, ich kann hier einfach mein Programm nicht knacken. Und hier gibt es auch nochmal richtig, richtig dick andere Wege. Okay, Todd geht offensichtlich immer nach oben. Ich hätte früher nach oben gehen sollen. Dann hätte ich mir wahrscheinlich den ganzen Scheiß mit ihm sparen können. Glaube ich. Keine Ahnung. Naja, wir haben wenigstens den Bus erwischt. Ist doch mal was. Gut, gucken wir, wie es weitergeht. Oh, der Spaß. Der lustige Teil.
Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ist eine Sache. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Tja. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Jo, machen wir. Was hab ich hier eigentlich? Ablaufdiagramm technisch irgendwas? Okay, ich könnte wahrscheinlich das Studio auch allein überprüfen. Ach komm, das könnten wir jetzt. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Na klar. Ein gutes Gläschen Scotch. Hilft auch immer. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfred Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Marcus, nein, ich begleite dich. Leo. Ah, oh, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Ja. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was Na macht los, das so besonders, geh! Hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Und? Diesmal verteidige ich mich. Ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich So, so hätte das von Anfang an laufen sollen. Leo. Oh mein Gott! Leo! Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus! Du musst jetzt gehen! Verschwinde hier! Karl, nein, bitte. Ich möchte sie nicht verlassen, bitte. Ich möchte nicht gehen. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! Tja, dass das in beiden Varianten identisch endet, das wissen wir ja. Wir haben das ja jetzt schon das dritte Mal quasi gemacht. Aber mit totem Leo gefällt mir die Geschichte definitiv absolut sicher zu 100%
besser. So, meine Freunde, damit haben wir zwei kleine Stories heute gehabt. Machen wir heute mal einen etwas kürzeren Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.